in wenigen Worten, würde ich sagen, Gothic Metal, Musical und Märchen. Ja, ganz wichtig bei dem Album war uns, dass es nichts als Abgefahrenes und Unhörbares wird, sondern dass wir wirklich eine solide Grundstruktur haben, eine solide Basis, relativ eingängige Drums, dicke Gitarren, dass der Grundsound wirklich fett ist. So, und dann, wie auch der Name Symbiotic Systems irgendwie erklärt, ist uns natürlich auch irgendwie Symbiose wichtig, dass wir noch andere Elemente drin haben, die das Ganze so ein bisschen ausschmücken. Also im Prinzip sphärische Keyboard-Parts, gesangstechnisch ein bisschen mehr Richtung Musical-Gesang, solche Geschichten, dass wir quasi einfach und angenehm zu hörende Musik haben, die trotzdem so ein bisschen unterschiedliche Elemente aufgreift, die das Ganze ein bisschen ausschmücken und interessanter machen. Bei diesem Album ging es vor allem darum, dass der Text und die Musik insgesamt ein zusammenhängendes Ganzes ist. Die letzte CD, die wir aufgenommen haben, war eher so zusammengewürfelt und ja, das sieht man ganz stark bei den Texten, was ja Dianas und meine Aufgabe war. Da haben wir zum ersten Mal bei diesem Album alle Texte zu zweit geschrieben. Das heißt, dass sie sehr harmonisch zusammenpassen. Der Schreibstil ist immer der gleiche und es steckt auch ein Stückchen von uns beiden in jedem Text. Wir haben als erstes ein ganz, ganz langes, extrem ausgearbeitetes Konzept gehabt, das dann bei uns aber irgendwie nicht so wirklich funktionieren wollte. Also haben wir uns selbst mehr Freiheiten gegeben und uns grob gesagt, wir orientieren uns an Märchen und Sagen und haben dann darüber dann geguckt, was für Songtexte schreiben wir und wie machen wir das mit der Musikgestaltung. Bei uns war es aber so, dass eher beide Seiten so am Anfang etwas getrennter voneinander also stattgefunden haben und dass man dann am Ende diese schwierige Aufgabe hatte, dann beides zusammenzuführen. Musikalisch eben unser Thema Märchen mit dem songtextlichen Märchengestaltung. Ja, bei dem Album war es uns besonders wichtig, die Texte und die Musik passend zueinander definitiv zusammenzubringen, unter dem Konzept Märchen. Ja, wir hatten dabei mehrere Herangehensweisen. Einmal haben wir natürlich musikalisch erstmal versucht, Märchen überhaupt zu verarbeiten und natürlich unseren musikalischen Stil weiter zu festigen. Haben wir einen ganz starken Schwerpunkt darauf gesetzt, dass wir weniger machen alle und dafür versuchen noch mehr zusammenzuspielen und ein besseres Gesamtbild zu produzieren und das Ganze natürlich mit diesem märchenhaften Touch. Also ich kann das gerade bei der Gitarrenarbeit sagen, ich habe mich da bewusst sehr doll zurückgehalten, spiele sehr wenig, versuche natürlich das, was ich spiele, dadurch auf den Punkt zu spielen und natürlich auch gerade den Gesang und die Keyboards, ja, beziehungsweise einfach das gesamte Projekt zu unterstützen. Ja, die Keyboard-Gestaltung war nicht ganz so einfach diesmal, weil wir uns dieses Konzept der Märchen überlegt haben. Und bei Märchen denkt man ja eigentlich sofort an irgendwelche epischen Sachen, Streichern und so. Und
Wir haben ja dann noch versucht zu gucken, okay, was kann man vielleicht noch reinmachen, was es zusätzlich so noch nicht gibt. There is no rest for a hero until he has found what he has promised to find. In my dreams I can feel you right beside me. Kissing your sweet skin, your lips, your hair. I never let you go once I have found you. I will stay in love with you. Never stop. Zu meinen Gesangsstimmen. Also bei mir ist es beim Gesang immer so, das ist eine sehr intuitive Sache. Wenn wir eine Idee haben, so grob, dass wir ungefähr spielen, dann muss ich mich öfters mal länger reinhören und mir vorstellen, was möchte ich genau mit dem Song ausdrücken, welche Gefühle möchte ich zeigen. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich mehr oder minder eine längere Zeit in meditativer Trance verbringe. Und erstmal nichts zustande bringe und dann habe ich ruckartig eigentlich eine Eingebung und das Gefühl ist sofort da und naja, so ist bei mir jetzt in diesem Fall das, also der Gesang für das Album entstanden. Ja, bei uns beim Songwriting haben wir das auf eine ganz eigene Art und Weise gemacht quasi. Also wir hatten eine Idee zu einem Stück, haben angefangen, haben das jetzt erstmal im Proberaum vorgestellt, die anderen haben mitgespielt und dann das ist bei mir zumindest immer so, ich habe irgendwie jemand noch stellt eine Idee vor, zum Beispiel Jan, und ich höre dann relativ schnell schon die gesamte Band im Kopf, wie sie das spielt. Und daher weiß ich dann auch ziemlich schnell, in welche Richtung das Stück für mich geht. Wir haben generell eine interessante Arbeitsweise verfolgt. Wir haben erst alles sehr grobe Ideenschnipsel gesammelt, haben diese dann liegen lassen und am Ende aus diesen Ideenschnipseln Songs gebastelt. Das ist eigentlich. Haben wir uns das jetzt das erste Mal so gemacht und es hat sehr gut funktioniert, auf jeden Fall. Ein Grund, warum das mit den Texten, glaube ich, so gut geklappt hat, war, dass Diana und ich uns ein Ritual überlegt haben. Nämlich haben wir uns eigentlich jedes Mal in einem netten Eiscafé in Hannover getroffen und da unglaublich viel Geld gelassen, weil wir zum Ende hin auch wirklich jede Woche fast mindestens einmal da waren und einen Eisbecher gegessen haben zum Texte schreiben. Ja, ich glaube, wir sind mittlerweile Stammkunden da. Die Leute finden es immer ein bisschen merkwürdig, weil Diana irgendwann laut anfängt zu singen. Aber ja, wir warten noch ein bisschen auf die Kundenkarte. Wir hatten ja den Anspruch, bei unserem Album Märchen- und Musical-Konzepte mit einfließen zu lassen. Und es ist schwierig, sich zu sagen, das soll jetzt nach Musical klingen oder das soll jetzt nach Märchen klingen. Deswegen haben wir es halt auch so gemacht, dass wir Samples mit in unsere Musik eingebunden haben quasi, also zum Beispiel einfach, wenn man jetzt sagt, das soll jetzt nach Wald klingen, wirklich einfach Waldgeräusche damit einfließen zu lassen. Und es ist interessant auch gewesen, mal diese ganz neue Komponente vom Musikmachen da noch mit drin zu haben. Dann kam es tatsächlich dazu, in der Zeit, wo wir die ganzen Sample-Arrangements gemacht haben, dass uns da noch einige wichtige Schlüssel-Samples fehlten. Und dann haben wir uns ein mobiles Aufnahmegerät geschnappt und sind losgezogen und haben versucht, diese Samples naturgetreu darzustellen. Und einige davon haben es tatsächlich auch bis aufs Album geschafft. Es gab keinen sinnvollen Wolf, der eine Qualität war, wie wir ihn brauchten für unsere Aufnahmen, beziehungsweise um den halt einzubringen und so. Und dann bin ich nach Hause gefahren und zu meinen Eltern, die haben einen sehr interessanten Yacht und der kann nämlich auf Befehl jaulen. Und dann habe ich den quasi gesampelt und dann haben wir den eingebaut in die Aufnahme. Vielleicht hört ihn ja auch.